Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das von gestern war ja sehr kurz, deswegen habe ich beschlossen, hänge ich doch gerade in der Aufzeichnung das andere hinten dran. Wir sind heute bei dem Thema Antworte versöhnlich und nicht verletzend und wir wollen lesen zusammen Sprüche 15, Vers 1. Eine freundliche Antwort wendet Zorn ab, aber ein kränkendes Wort heizt ihn an. Wir lesen, was ich dazu geschrieben habe und dann sprechen wir drüber. Wenn du vom Feind, der meistens durch nichtgläubige Menschen noch wirkt, angegriffen wirst, dann antworte versöhnlich, werde nicht beleidigend oder bewertend. Wie deine Haltung ist, kannst du daran erkennen, ob du während der Kommunikation negative Emotionen in dir trägst. Bleibe ruhig, eventuell nüchtern und vielleicht bestimmend, aber nicht verletzend. Im Laufe unseres geistlichen Wachstums entwickeln wir uns charakterlich immer mehr in die Richtung, wie Jesus war. Er war in vielen Dingen klar, oft auch streng und vor allem nüchtern, aber er verletzte niemals jemanden persönlich, indem er abwertend oder bewertend über die Menschen sprach, außer gegenüber den Pharisäern. Er war voller Liebe zu den Menschen, auch wenn er sie anfuhr. Gott trennt zwischen der Liebe zum Menschen und seinem Verhalten. Gegenüber den Pharisäern war Jesus oft nicht nett und rügte sie. Wenn du mit Menschen zu tun hast, die nicht christlich sind, sei ihnen gegenüber gnädig und gütig. Probiere ein gutes Vorbild zu sein. Natürlich sollten wir das auch gegenüber unseren Geschwistern tun, doch manchmal ist es hier schwieriger. Gerade wenn ein wiedergeborener Christ in der Autorität Jesu steht, kann das bei Christen ohne den Heiligen Geist zu Wutausbrüchen führen. Warum? Weil das Fleisch und eventuell dämonische Belastungen in Person A gegen den Geist der Wahrheit in Person B rebellieren. Es ist fast unmöglich, diese Person zu besänftigen. Man kann tun, was man will, nichts scheint richtig zu sein. Bleibe in der Ruhe und Autorität stehen. Und entweder wendet sich diese Person dann von dir ab oder die Dämonen müssen gehen und die Person bleibt frei von falschen Geistern. Alles in allem probiere aber immer dein Bestes zu geben und als Vorbild im Geist und der Wahrheit zu leben. Ja, also dieses Thema Kommunikation, ja, diese zwischenmenschlichen Dinge, Gemeinschaft. Ich habe schon ein paar Videos darüber gemacht. Da könnten wir jetzt richtig, richtig, richtig lange drüber reden. Lasst uns einfach ein paar Dinge herausgreifen. Also ich glaube, was wirklich am wichtigsten ist, ist, wenn wir im Geist wandeln, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, dann können wir zwischen der Person, die wir lieben, und dem Verhalten dieser Person trennen. Ja, also wir können quasi die Person und das Verhalten getrennt voneinander betrachten. Genauso macht es nämlich Gott. Gott sieht uns Menschen. Und liebte die Menschen, er liebte die Welt so sehr, dass er ja auch Jesus gab, aber er hasst die Sünde, also dieses Verhalten, weil das einfach nicht von ihm ist, weil es einfach aus der Finsternis ist, weil es einfach dämonisch ist, weil es nicht gut ist. Und Gott möchte natürlich, dass wir frei von diesem Bösen sind. Und wenn wir neu geboren worden sind und haben den Heiligen Geist empfangen, dann also haben wir den vollkommenen Geist Gottes bekommen, 100% Geist. Aber dennoch rebelliert unser Fleisch an der einen oder anderen Stelle. Und wäre eine gute Haltung, wenn wir auch uns gegenüber dieses Fleisch einfach hassen. Ja? Wenn wir einfach wissen, bestimmte Verhaltensweisen sind einfach nicht gut. Aber es ist möglich, ich weiß, dass es möglich ist, weil ich das so bei mir kenne. Ich kann ein Verhalten an mir hassen, aber trotzdem gut von mir denken, ja? Und mich als geliebtes Kind Gottes sehen. Das müssen wir müssen wir lernen, diesen Spagat hinzubekommen. Bestimmte Verhaltensweisen zu hassen, nicht gut zu finden und auf der anderen Seite aber ja, sich als geliebtes Kind Gottes zu wissen. Weil Gott an unsere Sünden nicht mehr denkt. Gott sieht uns, wenn wir neugeboren sind, vollkommen. Er liebt uns, weil eben dieses Finstere, was da irgendwie noch an uns klebt, dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Ja? Und dennoch haben wir sowas wie ein geistliches Wachstum, ja? Dass wir eben charakterlich uns immer mehr an Jesus eben annähern. Ich glaube, wir können nicht ein Patentrezept machen und können sagen, okay,
so verhalte ich mich so, so verhalte ich mich so, so verhalte ich mich so oder ich verhalte mich immer so und nie so. Das glaube ich nicht, dass das funktioniert, weil dafür sind wir alle zu unterschiedlich. Aber woran ich fest glaube, dass der Heilige Geist jeden von uns gut führt und uns auch überführt, wenn wir fleischlich reagieren in bestimmten Situationen, also uns persönlich angegriffen fühlen, fleischlich reagieren, ja, also aus eigener Kraft rebellisch reagieren auf eine Sache oder verletzend reagieren oder enttäuscht sind oder traurig sind, also all diese fleischlichen Gefühle. Und dass der Heilige Geist, er zeigt uns das und wir lassen uns verändern, entscheiden uns für das Gute und überwinden dieses Böse mit dem Guten, ja, mit dem Geist und verändern also so Stück für Stück auch unser Verhalten. Schau, dass du dich vom Geist Gottes korrigieren lässt, dass du dir von ihm die Dinge hinlegen lässt, dir zeigen lässt, wo was nicht in Ordnung ist. Aber davon hatten wir es ja auch jetzt so die letzte Zeit immer mal wieder. Fühle dich nicht verdammt. Ja, der Feind wird kommen und wird dich anklagen. Gott weist uns zurecht, er züchtigt uns, aber er klagt uns nicht an. Es ist einfach ein großer Unterschied. Also lass dich zurechtweisen und bleib in der Gnade stehen. Lass dich vom Heiligen Geist verändern, bleib in der Gnade stehen. Wisse dich als geliebtes Kind Gottes. Wenn wir, und der Teufel ist da natürlich darauf aus, uns irgendwo zu pieksen, wo wir vielleicht explodieren, ja? Also er will ja nur etwas finden, um uns aus der Reserve zu locken, um uns aus einem guten Verhalten aus dem Geist zu holen, ja, und auch aus der Frucht des Geistes, aus dem Segen. Er will uns immer wieder in dieses Fleischliche hineinziehen, ja, also da wird er nie aufhören. Und wenn du in diesem Fleischlichen bist, wirst du sehr wahrscheinlich nicht gut reagieren. Probiere dennoch, auch wenn es vielleicht innerlich irgendwie in dir tobt, also gut zu reagieren, ja, freundlich zu bleiben. Wir können freundlich sein, aber dennoch klar und Wahrheit sprechen. Und gerade dann, wenn Menschen zum Beispiel nicht im Geist wandeln, sondern im Fleisch, oder wenn sie auch an Lügen gerne festhalten, wenn sie irgendetwas Dämonisches nicht loslassen wollen, dann reagieren sie auf diese Wahrheit, und du hast dann das Gefühl, dass sie auf dich reagieren, meist sehr rebellisch. Ja, also ihr Fleisch rebelliert gegen den Geist der Wahrheit. Und so etwas darfst du nicht persönlich nehmen, wenn dir so etwas begegnet. Ja, dann kannst du, es ist oft dann auch gut, das mache ich auch, dass ich dann versöhnliche Worte spreche, ohne von der Wahrheit abzuweichen. Aber Menschen, die im Fleisch sind, wisst ihr, die wollen gerne versöhnliche Worte haben, die so ein Stück weit das ja signalisieren, dass sie zum Beispiel recht haben, ja, oder dass man sich vor ihnen beugt. Und du musst dir eines vorstellen, wenn ein Mensch, gerade die, die noch nicht mit Jesus gehen, ja, die also von falschen Geistern manipuliert und dämonischen Kräften bestimmt sind, von der Finsternis bestimmt sind, was möchte der Feind? Ja, der Feind möchte, dass Gott niederkniet vor ihm. Ja, das wollte ja auch der Teufel haben. Ich kann dir alles geben, wenn du dich nur vor mir niederkniest. Und der Feind wird das irgendwie probieren, ja, dass du dich vor ihm niederkniest. Also ich zum Beispiel, ich beuge mich nicht vor dem Fleisch. Ja, also wenn jemand total im Fleisch ist, dann kann ich versöhnliche Worte sprechen, bleibe aber innerlich trotzdem in der Wahrheit stehen. Und dann kann es wirklich passieren, dass diese Personen richtig aggressiv werden. Und du darfst da nicht
fleischlich reagieren. Du darfst dich davon nicht aus der Reserve locken lassen. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir das üben und dass wir das trainieren und dass wir da, also ich würde es jetzt mal sogar statt üben und trainieren, würde ich mal sagen, zu lernen, diese geistlichen Kämpfe zu kämpfen, weil es sind ja geistliche Kämpfe, die da stattfinden. Und wenn du dich da beugst, niederbeugst, dann triumphiert der Feind in dieser Situation. Also bleib in der geistlichen Haltung des Sieges stehen, ja? Bleib in der Wahrheit stehen. Und sprech trotzdem versöhnliche, freundliche Worte. Und so war es eben auch ja, bei Jesus, ja? Also er war sehr freundlich, aber er war nicht verletzend. Was meine ich mit verletzend? Was bei Christen noch sehr verbreitet ist, also ich glaube, ich habe da vom Herrn so eine Gnadengabe gekriegt, weil mittlerweile glaube ich wirklich, dass man das im Fleisch scheinbar nicht haben kann. Ich kannte das aus dem Coaching schon. Das war auch eben ein großes Thema, in dem ich mit den Menschen gearbeitet habe. Das waren die Bewertungen. Also wie ich zum Beispiel eine Person anschaue im Fleisch, ja, wie ist sie gekleidet, was fährt sie für ein Auto, läuft sie dreckig und verschmutzt irgendwie darum, wie verhält sie sich, kann diese Person gut reden, kann sie sich gut ausdrücken, wie ist diese Person, ja, habe ich eben schon gesagt, angezogen, ja, also ich erinnere mich mal an eine Christin, die gesagt hat, dass sie Christin ist und hat mal zu mir gesagt, ich kann das gar nicht verstehen, dass wie können die Frauen nur so rumlaufen, so, und es war so abwertend. Das ist einfach, wisst ihr, da steckt kein Heiliger Geist dahinter. Das ist keine Haltung, die wirklich aus dem Geist kommt. Das ist abwertend, weil nur eine Person darauf zu reduzieren, wie sie rumläuft oder wie sie, ja, ob sie jetzt verbappte Haare hat oder wie auch immer, das ist sehr weltlich, ja, das ist eine sehr menschliche Herangehensweise an die Dinge. Also mich berührt es, wenn ich Menschen sehe, die auch Obdachlose, mich berührt das. Ich habe da, also ich habe schon, ich halte mich schon ein Stück auf Abstand, ja, ich habe da irgendwie schon so einen Abstand dazu, aber es berührt mich irgendwie im Herzen, weil ich einfach weiß, dass viele dieser Menschen in den Fängen des Teufels sind. Und das macht was mit mir. Ja? Ich denke, Mensch, es könnte doch einfach so viel anders sein für diese Person. Und oft sind sie ja auch überhaupt nicht offen. Ja? Sie wollen von all dem nichts hören, sondern wollen einfach in ihren Dingen drin bleiben. Und für mich ist das schon schwer zu ertragen. Also ich habe da nicht diese abwertende Haltung, sondern eher eine ja, es macht was mit mir und ich bete dann und hoffe, dass diese Personen auf den richtigen Weg kommen, weil ich einfach glaube, dass das Leben, das sie da führen, eben nicht das Leben ist, das Gott für sie hat und dass der Feind sie da einfach gebunden hat und gebunden hält. Was ich zum Beispiel nicht mache, ist, dass ich auf all diese Menschen zugehe und einfach wie wild darauf losbete. Ja, das mache ich nicht, es sei denn, der Heilige Geist sagt es mir. Ich will euch auch sagen, warum. Es gibt die Bibelstelle, dass wenn die Dämonen ausgefahren sind und das Haus ist leer und ja, ist quasi nicht ist so schön sauber, dann kommen sie ja mit mehreren Dämonen zurück. Ja, also mehr bringen ihre Freunde noch mit. Und das ist für mich so ein Sinnbild dafür, dass wenn jemand überhaupt noch nicht bereit ist für den Heiligen Geist, dass man es dann halt echt, weiß ich nicht, das sind oft so eigensinnige, eigenwillige, stolze Handlungen, die nicht auf dem Fundament wirklich gegründet sind. Ja, ich glaube, das sind andere Antreiber und ich glaube auch nicht, dass das vom Heiligen Geist geleitet ist, denn es war bei Jesus so, dass diese Menschen zu Jesus kamen und wollten befreit werden. Das ist einfach was ganz anderes, ja. Da sind einfach diese Personen offen, sie wollen das, sie glauben und sie wenden sich jetzt an jemanden, der in Jesu Namen betet, ja. Aber ich sehe halt einfach,
Geschwister oder die sich Geschwister nennen, die da einfach blind drauf loslaufen und sich halt besonders gut fühlen, dass sie da jetzt für Obdachlose beten und da beten und da beten und da beten, aber glaube ich gar nicht wirklich einen Auftrag haben. Und ich glaube, da können wir es halt auch echt schlimmer machen. Das können wir aber selber. Wir können das selber prüfen und wir können uns vom Geist überführen lassen, wie da unsere Haltungen sind. Und wenn du solche weltlichen, menschlichen Bewertungen hast, dann ist es gut, die Gott hinzulegen, sodass sich das ändert. Jesus war zu den Menschen eben sehr barmherzig, sehr gnädig, freundlich. Hatte Gemeinschaft mit ihnen, ja, steht ja auch geschrieben, er hat Gemeinschaft mit den Sündern, aber er war sehr radikal und auch ja, nicht so schön mit nicht so schöne Wortwahl gegenüber den Pharisäern, ja, dass er zum Beispiel sie als Schlangenbrut bezeichnete. Ich glaube, wir können es halt nicht einfach irgendwie in Schubladen packen. Ich gebe euch die Empfehlung, wo es euch möglich ist, bleibt versöhnlich. Man muss nicht immer überall raushängen lassen, dass man Jesus nachfolgt, was nicht heißt, dass man sich nicht zu Jesus bekennen soll. Ja, aber ich glaube, auch da gibt Gott euch den richtigen Zeitpunkt, wann er wie, wo, durch euch irgendwo ein Samenkorn pflanzt. Ich glaube, der ein oder andere, für den ist wichtig, dass er vielleicht doch ab und zu eher mal den Mund hält und sich nicht für etwas Besseres hält als Christ in einer Gemeinschaft, obwohl er das ist. Ja, habe ich ja vorhin gesagt, wir sind Kinder Gottes geworden und dann gibt es die Gottlosen. Aber man kann das halt auch raushängen lassen. Ja, und dann wäre es eben auch wieder stolz. Also schaut da mal, wie ihr auch als Christen zum Beispiel Sünder betrachtet. Habe ich auch ein Video dazu. Liebst du Sünder? Könnt ihr euch gerne auch mal in dem Zusammenhang vielleicht nochmal wiederholen. Denn ich sehe Christen, die Sünder hassen. Ja. Obwohl sie eigentlich die Sünde hassen sollten und den Menschen lieben, hassen sie Sünder. Und bis hin, ich habe mal von der Schwester gehört, dass jemand gesagt hat, sie unterhält sich mit niemandem, der Dämonen hat. Da dachte ich, was ist das für eine Lehre? Ja, also, diese Lehre, die ist nicht von Jesus. Also Jesus hat sich mit diesen Menschen unterhalten und ich bin davon überzeugt. Wir wissen es zum Beispiel von Petrus. Ja, dass die Leute vorbeigegangen sind, ja, und dass sogar sein Schatten dafür gesorgt hat, dass Menschen geheilt wurden. Und ich bin die Frau, die blutflüssige Frau hat bei Jesus nur an den Rockzipfel gefasst und sie ist heil, also ist gesund geworden. Also ich bin davon überzeugt, dass Jesus mit sehr vielen Menschen gesprochen hat, die dämonische Belastung hatten und alleine seine Anwesenheit hat sie freigesetzt, ja, weil einfach die Dämonen nicht in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes bestehen können. Und ich habe es schon mal in einem Video gemacht, schon 2018, als ich frisch bekehrt war, hat der Herr mir das mal gezeigt, gab es mal ein Video, habe ich das mit Playmobil-Figuren, habe ich das aufgezeigt. Also wenn ihr euch einfach das vorstellt, ja, es sind zwei Personen und der eine wird eben von Dämonen gesteuert. Und wenn wir im Geist stehen bleiben und in der Wahrheit stehen bleiben, müssen wir in der Regel gar nichts sagen. Bei dieser anderen Person, die wird entweder aggressiv werden, ja, also entweder bleiben die Dämonen und sie gehen mit der Person, oder aber auch die Person bleibt stehen und die Dämonen gehen. Ja, also in der Anwesenheit von Jesus können Dämonen nicht bestehen. Also der Heilige Geist ist so heilig. Schaut euch mal, Berg der Verklärung. Also Gott ist so heilig, in Gottes heiliger Gegenwart, glaube ich, können nur Menschen bestehen, die irgendwo innerlich Gott auch schon bejaht haben. Ja, vielleicht haben sie sich noch nicht zu Jesus bekannt, vielleicht sind sie auch noch nicht gerettet worden, aber wenn innerlich in ihnen eine, ich sage jetzt mal so eine
Übereinstimmung da ist, ja, so ein innerliches Ja, also dass etwas in ihnen das sogar sucht, diese Gemeinschaft, dann ja, glaube ich, dass die Dämonen sich da einfach verabschieden müssen, weil sie eben in der Gemeinschaft von Jesus nicht bleiben können. Ja? Das halten sie nicht aus, das halten sie nicht aus. Aber wenn die Person der Finsternis zugewandt wird, dann wird diese Person aggressiv werden und sie wird aus eurem Umfeld verschwinden wollen. Es passt auch, wenn ihr zum Beispiel euch anschaut, was Paulus über Ehe gesagt hat. Ja? Dort sagt er ja uns, wenn zwei verheiratet sind und dann soll der Gläubige bei dem Ungläubigen bleiben, wenn der Ungläubige sich nicht trennen will. Ja? Das heißt, wenn der Ungläubige bei dem Gläubigen bleiben will, dann will er ja auch irgendwo, sucht er ja die Gemeinschaft mit Gott, ja? Wenn diese gläubige Person im Geist wandelt. Aber der Gläubige soll sich nicht trennen. Ja? Also der Gläubige sollte sich bewusst sein, dass er derjenige in der Beziehung ist, der in dieser Beziehung etwas positiv verändern kann, weil einfach der Geist Gottes da ist und diese ungläubige Person die Gemeinschaft sucht. Deswegen habe ich auch einige Freundschaften auch oder Kontakte, wo Menschen zum Teil noch nicht mal an Gott glauben, also eigentlich Atheisten sind, die aber einfach gerne mit mir zu tun haben. Und die wissen, dass ich so ja, radikal, ja, manche sagen ja, man ist radikal, glaube ich, dass sie sagen, ja, die Claudia ist da sehr radikal, aber die haben, ja, sie sind einfach gerne mit mir zusammen. Und da glaube ich einfach, dass da auch eine Veränderung stattfindet, beziehungsweise kann ich auch schon bei dem einen oder anderen einfach beobachten. Also seid freundlich, ja, seid auch versöhnlich, was nicht heißt, dass man dem anderen Recht gibt. Ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wir hatten im Coaching, gab es einen Satz, den habe ich gelehrt. Da habe ich zum Beispiel gesagt, lass uns einig sein, dass wir uns uneinig sind. Ja? Und ich glaube auch, dass es gerade bei Christen, ja, es gibt, wisst ihr, es gibt Dinge, die sind im Glauben, wenn man Jesus nachfolgt, einfach unbestritten. Ja? Es gibt einfach, die Dinge sind einfach sonnenklar. Ja? Da gibt es einfach keine Diskussion. Da ist man wirklich eben einig. Und dann gibt es aber so Punkte, wo man sagen kann, naja, da gibt die Bibel jetzt vielleicht nicht so viel her. Und da kann man einfach in kleinen Punkten, kann man da voneinander abweichen. Ja? Deswegen würde ich nie behaupten, dass so eine Person ein Irrlehrer ist zum Beispiel. Ja? Auf der anderen Seite ist es aber nicht in Ordnung, wie zum Beispiel bei Ökumene, dass man den Kleinen, habe ich auch ein Video dazu gemacht, wenn ihr da mal schauen wollt, da habe ich mal darüber gesprochen, wie der Heilige Geist mir das gezeigt hat, um was es geht und was auch so meine Aufgabe ist. Da er bei der Ökumene, wo es darum geht, den Kleinsten, man legt sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner fest und alles andere wird irgendwie toleriert. Ja, das kann es halt eben auch nicht sein. Ne? Seid trotzdem freundlich. Ja, damals haben wir halt im Coaching den Satz gehabt, dann lass uns einig sein, dass wir uns uneinig sind. Und wenn ich mit Ungläubigen zum Beispiel zu tun habe und die sagen ja und die fangen an mit mir zu diskutieren, habe ich mir eine Floskel von Wilhelm Busch angeeignet. Die finde ich sehr gut und ist auch sehr passend, dass ich sage, weißt du was, lass uns darüber nicht diskutieren, in 100 Jahren wissen wir es. Ja? Lass uns einfach sehen, wer Recht behalten hat, ob du oder das Wort Gottes und das, was ich gesagt habe, müssen wir jetzt nicht weiter darüber diskutieren. Und in dem Moment, wo man eben nicht mehr weiter diskutiert, ich sag's euch, glaubt nur, das beschäftigt die Menschen. Ja? Das beschäftigt die. Aber lasst euch nicht auf faule Kompromisse ein. Also freundlich zu sein oder versöhnlich zu sein, heißt nicht, sich auf faule Kompromisse einzulassen. Ja, bleibt einfach stehen. Und das ist wirklich wichtig. Ja? Und was heißt verletzend? Nicht verletzend zu sein. Verletzend ist eben diese Bewertungen, die man leider bei vielen Christen auch findet, Grunde genommen in Bezug auf weltliche Dinge. Ja, auf ja, weltliche Dinge, Erziehung, Bildung,
wie man sich verhalten sollte, was man tun sollte, was man lassen sollte. Ja, viele Dinge, die eben biblisch vollkommen, ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, oder dass man eben auch, wie Jesus es sagt, halt nicht jemanden beschimpft als Idioten. Ja, du kannst jemanden als Idioten beschimpfen, ohne dass irgendwie ein Wort über deine Lippen kommt. Das fängt schon damit an, mit deiner Haltung. Welche Haltung hast du dieser Person gegenüber? Es gibt in der Psychologie, ihr wisst, ich wende mich komplett von der Psychologie ab, aber ich habe es jetzt einfach gerade mal als Beispiel im Kopf, weil ich finde, es passt ganz gut. Man spricht, da gibt es eine Lehre, Transaktionsanalyse nennt sich das, mit der beschäftigt ihr euch jetzt bitte nicht, aber dort gibt es verschiedene Haltungsmodelle. Ja? Ein Haltungsmodell ist zum Beispiel, ich habe die Haltung, ich bin okay, du bist nicht okay. Oder ich habe die Haltung, ich bin nicht okay, du bist okay. Ja? Dann hebt man jemanden auf einen Sockel. Und mit bewertend, verletzend meine ich, wir können total etwas ganz Freundliches sagen und dennoch innerlich die Haltung haben, ich bin okay, du bist nicht okay. Also ich merke das, ich habe das schon immer in meinem Leben gemerkt. Ich weiß nicht, ob ich das vom Herrn bekommen habe. Heute sage ich ja, wahrscheinlich hat er mich vom Mutterleib an ausgesondert für diesen Job. Und als ich dann soweit bereit war, da hat er mich dann zum Dienst berufen. Aber ich habe das schon immer gemerkt, wenn mir jemand freundlich etwas ins Gesicht gesagt hat, aber seine innere Haltung mir gegenüber war eine komplett andere. Also so dieses, du bist nicht okay. Und ich habe das viel erfahren, du bist nicht okay. Ich weiß, wie das ist, wenn Menschen auf einen schauen und sagen, du bist nicht okay. Es betrifft aber überwiegend die fleischlichen Dinge. Als Christ sollten wir aber auch nicht die Haltung haben, ich bin okay und du bist nicht okay, weil du sündigst. Ja, weil wenn wir das machen, was ich auch schon erlebt habe, also wirklich fast live miterlebt habe, dass jemand gerade frisch zum Glauben kam, man ihm vorher gesagt hat, dass jetzt alle Sünden vergeben sind, Jesus ist ans Kreuz gegangen und ich sag mal, 2 Minuten später hat man gesagt, ja, und du lebst in Unzucht und du musst jetzt mit deiner Freundin, ihr braucht getrennte Zimmer. Und plötzlich kam der Finger Mose und das Gesetz und hat die Menschen verdammt. Ja? Und ja, und der sündigt immer noch und diese abwertende Haltung, wir sollen eine klare Position haben, aber wir dürfen nie vergessen, nie in unserer ganzen Zeit im Glauben dürfen wir nie vergessen, dass auch wir einmal von ganz tief unten von Jesus heraufgeholt wurden. Wir alle haben die Herrlichkeit verfehlt, wir alle. Jeder Einzelne. Es gibt keinen, der vor Gott hätte bestehen können, nur Jesus. Und das sollten wir nie vergessen. Und wenn ihr das habt, dann fällt euch das auch leichter im Umgang mit anderen. Ja, es ist so, man ist so schnell dabei, wenn man selber etwas gut hinbekommt, sich dann über die anderen zu erheben, weil man das jetzt schon kann. Und ich erlebe es oft andersrum. Ja, ich erlebe es oft so, dass, wisst ihr, über die Dinge, über die ich mit euch spreche, das sind Dinge, die habe ich durch, ja, das sind einfach Dinge, da weiß ich, wovon ich rede und dann kann ich da freimütig drüber reden. Und wenn dann Menschen mit mir zu tun haben, dann erscheine ich ihnen manchmal so perfekt in den Dingen. Und dann kommt das eigene Unperfekte, erscheint ihnen dann noch viel größer. Und obwohl ich sie überhaupt nicht irgendwie von oben herab behandle, rebellieren sie plötzlich gegen mich, weil etwas in ihnen selber Stress macht, dass sie in irgendeinem Punkt nicht so weit sind. Also damit habe ich zu kämpfen, weshalb ich mich so weit es geht von vielen Dingen einfach fernhalte. Ja, also ich habe das mehrmals erlebt, dass ich mit Menschen in einem Raum war und ich nichts gemacht habe, nichts. Ja, ich einfach nur da war, mit dem Herrn verbunden im Geist und plötzlich ging es um mich herum los, ja, wo einfach noch alte dämonische Dinge einfach hochgebrochen sind und ich nichts gemacht habe. Ja, plötzlich brach das einfach hoch und das ist nicht immer angenehm, ja, das ist nicht immer schön und ich halte mich da einfach von vielem fern,
weil ich das halt auch irgendwie nicht provozieren will. Ja. Aber es gibt eben auch das andere, dass, ja, und dann, wenn dann sowas ist, und dann muss ich immer sagen, weißt du, wie du das jetzt siehst, ich habe dieses Problem mit dir gar nicht, ja. Dann sündigt jemand zum Beispiel, oder öfter ist es zum Beispiel das Thema Rauchen, ja. Ich habe halt noch nie geraucht, aber deswegen halte ich mich nicht für irgendetwas Besseres. Aber wenn ich dann mit Christen zu tun habe, die noch rauchen, und die sagen, ja, und ich rauche noch, also es gibt mehrere, und das sage ich, ja, aber. Ja, und dann kriegen sie plötzlich in meiner Gegenwart ein schlechtes Gewissen, und ich sage, pass auf, ich habe damit kein Problem. Also du bist neu geboren, und das ist halt einfach etwas, das ist jetzt noch nicht, ja, da bist du noch nicht durch, aber ich gucke jetzt nicht auf dich herab und sage, wieso ist das jetzt noch nicht in Ordnung? Ja, das mache ich nicht. Aber etwas in ihnen, ja, oder der Feind in ihnen verdammt sie, und sie denken dann, ich denke dann genauso. Und auf der anderen Seite gibt es halt doch noch ein paar, die, wenn sie eine Sache durchhaben, sich über die anderen erheben und denken so, ja, ich habe das jetzt aber schon besser hingekriegt wie du, ja. Also da seid einfach vorsichtig, weil das ist auch verletzend, ja. Das ist eine Haltung von oben herab, ja. Habt die Haltung, ich bin ein Kind Gottes und du bist ein Kind Gottes, ja. Also ich bin okay, du bist okay, wir sind beide Kinder Gottes. Und wir sind beides als von Sündern in den Kindstatus gerufen worden, ja. Und dann gibt es aber immer noch innerhalb des Dienstes, je nachdem, welche Position man bekommen hat, dass man eben, ich sag jetzt mal, da gibt es sowas wie eine bestimmte Ordnung, ja. Also man hört das ja oder liest es, dass dann halt die Gemeinde sich dem Leiter der Gemeinde unterordnet. Hier bei Claudia Hofmann Ministries haben wir das so nicht, ja. Weil wir hier über das Internet miteinander kommunizieren, und ich sitze jetzt auf der anderen Seite und ich bin hier, da hat man das eben nicht. Aber zum Beispiel, wenn ich eben irgendwo hingehe, dann ist für mich klar, also selbst wenn ich nur Menschen besuche, dann bin ich dort in einer Unterordnung, weil einfach dann der Hausherr der Hausherr ist. So einfach ist das. Und wenn er sagt, zieh die Schuhe aus, dann ziehe ich die Schuhe aus. Und wir haben so ein bisschen geschmunzelt. Ihr seht ja, ich habe ja gerade einen anderen Hintergrund. Ich bin gerade hier zu Besuch. Und da war so eine ulkige Geschichte jetzt eigentlich. Und zwar ging es hier um eine Tür, und ich habe die Tür abgeschlossen, habe den Schlüssel stecken lassen. Und am nächsten Morgen habe ich gesehen, dass der Schlüssel abgezogen war und hing am Schlüsselbrett oder an einem Haken. Und dann habe ich so für mich registriert, ah, okay, gut, der Schlüssel wird abgezogen, hier wird der an den Haken gehängt, und ich habe mich einfach dieser Regel untergeordnet. Ob ich die verstehe, ob mir die Regeln gefallen, ob ich das gut finde oder nicht gut finde, es spielt einfach keine Rolle. Ja, ich habe dann einfach mich hier anzupassen und unterzuordnen, und auch das sagt uns die Bibel. Ja, wenn wir irgendwo sind, sollen wir zum Beispiel das essen, was man uns gibt. Also wir sind einfach in der Unterordnung. Und das finde ich zum Beispiel auch wichtig in Gemeinden, ja. Also wenn es dann einfach verschiedene Gemeinden gibt oder Pastoren gibt, und einer ist eingeladen, ist vielleicht ein Gastredner, dann hat dieser Gastredner sich dort eben dieser Struktur unterzuordnen, obwohl die beiden Brüder sind. Versteht ihr, was ich meine? Und gerade so im Dienst merke ich das manchmal, ja, manchmal kommen Dinge auf mich zu, wo ich so einfach den Eindruck habe, da nehmen sich Menschen heraus, mir bestimmte Dinge sagen zu wollen, obwohl sie überhaupt nicht in der Position sind, das zu sagen. Ja, einfach weil sie das jetzt so finden. Und ja, wir hatten das jetzt schon auch ein paar Mal im Dienst, und diese Menschen sind auch so weit nicht mehr dabei, ja, wo man wirklich gemerkt hat, dass Rebellion und Probleme mit Autorität und Unterordnung, wo ich einfach gesagt habe, pass auf. Der Dienst heißt Claudia Hofer Ministries. Der Herr hat mir diesen Auftrag gegeben, und ich mache das so, wie ich den Eindruck habe, dass ich tun soll. Und dann kamen dann schon so Dinge, ja, ich weiß aber nicht, ob das so richtig ist, wie du das machen sollst, ob das wirklich so vom Herrn ist, weil die Menschen selber ein Problem mit diesen Regeln hatten, die der Herr mir gegeben hat für bestimmte Events oder für, ja, Zusammenkünfte. Ja, dann will man halt so sein eigenes irgendwie reinbringen und hat einfach Probleme, sich da an Ordnungen und Strukturen zu halten, die einfach wichtig sind, damit etwas funktioniert. Und da kann man halt auch in so eine ja, bewertende Haltung gehen. Ja, kann also in eine Position gehen, die
so nicht richtig ist, ja. Und da muss man das mal überdenken. Habe ich ja sowieso schon lange vor, mal ein Video drüber zu machen, aber ich habe immer noch kein Go, wo ich so gegenüberstellen wollte, die Familienaufstellungen oder Organisationsaufstellungen in Firmen und die Struktur und Ordnung in der Bibel, ja, im Reich Gottes. Gab es damals so einen Satz, den haben wir genannt, die Reinszenierung eines Familienproblems im Arbeitskontext, ja, also dass, wenn ich zu Hause ein Problem habe, mich irgendjemandem unterzuordnen oder habe da Rebellion, dann habe ich auch Rebellion in meinem Arbeitsleben gegenüber meinem Chef. Und so jemand wird immer auch Rebellion haben gegenüber Gott. Ja, ich hatte das noch nie. Es gab noch nie eine Arbeitsstelle, wo ich gegen den Chef rebelliert habe. Es gab Dinge, die musste ich machen, die haben mir nicht gefallen. Aber für mich war immer klar, der Chef steht über mir. Also selbst wenn er weniger weiß wie ich, steht er trotzdem über mir. Und ich bin in der Lage, mich bestimmten ja, Strukturen unterzuordnen und mich an den Platz zu begeben, an den ich gehöre, wenn ich irgendwo bin. Und das ist eben, das brauchen wir auch, wenn wir ja mit dem Reich Gottes zu tun haben. Weil wer da Rebellion hat, der hat es dann auch in der Regel gegenüber dem Vater, gegenüber Jesus. Oder heute habe ich ein Newsletter bekommen, fand ich auch sehr interessant, da war das Thema aufgegriffen. Und zwar ging es da um Korab, wo ich jetzt was Falsches sage. Korab, glaube ich, der sich, glaube ich, Mose und Aaron nicht unterordnen wollte und man dann mal nachlesen kann, was mit dem passiert ist. Aber ich habe es jetzt auch nicht mehr so im Kopf. Aber es passte so dazu, ja. Also das spielt eben auch eine Rolle. Ja, also was hast du so für eine Haltung? Ja, ich bin besser als andere, ich krieg's schon besser hin. Wisst ihr, wir alle haben die Herrlichkeit verfehlt. Und manche werden im geistlichen Wachstum weiter sein, manche werden mehr Ernte einholen, manche werden mehr Lohn bekommen. Aber wisst ihr, an der Liebe Gottes zu uns, zu jedem Einzelnen, damit hat es nichts zu tun. Gott liebt jeden von uns gleich. Da macht er keine Unterschiede, egal wie viel Frucht wir bringen, egal was wir für einen tollen Dienst haben, egal wie gut wir uns verhalten, wie gut wir uns verhalten haben. Gott hat uns alle gleich lieb. Und da gibt es Menschen, die haben da wirklich ein Problem damit. Ja, die haben ein Problem damit, dass Gott jetzt jemanden genauso lieb hat, der es vielleicht nicht so gut macht wie jemand, der halt besser ist. Und da müssen wir einfach ein bisschen drauf achten. Okay, also das war's von mir. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Shalom.